Ja, ist erst 10 vor 5. Ja. Guten Morgen. Moin. Ja, wir sind mal wieder hier alle am Start, früh aufgestanden, weil heute geht's nach? Weiß nicht, ich glaube, wir haben irgendwie so eine Idee, wir wollen schon wieder Radfahren. Ach du Scheiße. Guten Morgen. Ja, 5 Uhr Abfahrt. Da ist ja einer. So, sind jetzt hier in Gillorp angekommen. Feines Häuschen. Begrüßungstier. Wer bist du denn? Und der Johannes macht jetzt mal eine Roomtour mit uns. Sehr gerne. Ja, also herzlich willkommen in unserer bescheidenen Hütte. Ja. Hier das Schlafzimmer Nummer 1. Oh. Ja, dann geht's weiter in unsere Küche. So ein schönes Essen. Da ist die Britta auch schon wieder fleißig. Ja, Johannes, sag mal, sind da eigentlich auch Sachen drin in dem Kühlschrank? Wir können mal gucken. Oh, da sind ja Sachen. Da sind ja Sachen drin. Ah, da kommt auch schon die Grillkohle. Und da geht's in den ersten Stock. Ja, wunderbar. Oder? Eine wunderbare Couch-Ecke, ja. Wunderbar. Da können wir dann rumquanzen. Bitte dürfen wir hier mal reingucken. Yes. Chambre séparée ist das. Séparée. Und wunderschön hier der Ausblick auch. Ja, und zum Abschluss haben wir natürlich noch ein zweites Badezimmer. Ja, wunderbar. Derweil wird hier eine feine Bolognese vorbereitet. Das wird noch warm gemacht, aber vorbereitet. Aber fein ist sie, glaube ich, jetzt schon. Moron. Schön hier Kaffee am Start. Trinkt ihr was, eine Blumenwasser? Ja. Schön den Tee. Das ist einfach nur ein Mixer reingehalten, ja. Die Blumen und fertig. Ja, wir haben wieder einen Geschmack vor. Wie ich nachher Fahrrad fahren werde mit dem Dumpen. GoPro, jetzt lass uns mal hier in Ruhe frühstücken. Ne? GoPro ausschalten. GoPro stoppen. GoPro stoppen. So, heute ist ja Mittwoch und wir machen die erste Tour. Was machen wir so 60 Kilometer zum Röxensee? Auf geht's!
So, wir haben eingekauft. Es gibt heute Knäckebrot. Knäckebrot. Was gibt's dazu, Marco? Knäckebrot. Was ist denn das nochmal? Das ist Käsepaste mit Garnelen. Mehr so was Mikrologisches. Du bist mehr so ein Strömungsphysiker, ne? Hast du da deine Dissertation mitgebracht, oder? Die wird jetzt nochmal verteidigt. Mhm. So, bereit für eine neue Ausfahrt. Heute ist Donnerstag. Wo geht's hin? In die weite Welt. Ah, mal hier in die Kamera, dass das auch korrekt ist. Aha. Wer fehlt denn noch? Machen wir morgen. Haben wir irgendjemand vergessen? Ja, da ist noch einer zwischen. Kannst du dich noch dran erinnern, Britta? Eben war es noch so schön. Nur auf einmal gibt es den schönen schwedischen Landregen. Dann kommt es richtig raus. Ja, da hinten die Fahrräder. Ja, jetzt ein bisschen nass, aber die. Ja, Hauptsache, wir haben am Samstag nicht so einen Schauer. Das wäre. Das wünsche ich mir nicht. So schon anstrengend genug. So, hier werden die Nummerlappen vorbereitet. Also die Lappen bereiten die Nummern vor. Muss ich das auch machen? Ja, deine Nummer ist hier. Was streichelst du da? Die Kette. Ja, die braucht auch ein bisschen Liebe. Ja. Ja, neben der ganzen Fahrradvorbereitung haben wir heute auch noch ein bisschen Zeit, die Follow-Me-Funktion der Drohne mal auszuprobieren. Und das klappt tatsächlich erstaunlich gut, muss ich sagen. Ansonsten packen wir gerade alle unsere Sachen und bringen dann schon gleich mal die Fahrräder bis nach Motala. Oh, ich glaube, ich bleib hier. Ja, die 5 Fahrräder sind jetzt hinten im Caddy. Wir haben die mit Decken zugedeckt, damit man nicht so reingucken kann und sind etwa 1 Kilometer jetzt vom Zentrum entfernt. Dann drück doch mal den wichtigsten Knopf des Tages. Der ist schon gedrückt worden. Ja, das ist gut. Ja. Der Regenausschalter oder was? Ja. 4.16 Uhr. Cover me in sunshine. Good morning, good morning. Hast du Lust?
Ja, es hat die ganze Nacht geschifft. Wir können so glücklich sein, dass wir nicht gestern Abend gestartet sind. Dann hätten wir ja mit Regenschirm fahren müssen. Zieht also weg. Hier gibt es noch 1, 2, 13 kleine Scheuerchen, aber ich glaube, das ist machbar. Auf jeden Fall ist die Front so groß wie Norwegen. Mhm. Wohl durch. Hast du den Bauchweggürtel angelegt? Das ist der Bauch. Ja, genau so sollte es nicht sein. Scheiße. So haben wir die Hoffnung, dass es hier so eine Riegel ist. Ne? Mhm. Und der ist an der Hauptstraße jetzt beendet. Ja, es ist wirklich noch nicht so viel los. Mit uns. Habt ihr euch alle gekämpft denn? Wir sind noch voll im Zeitplan, Marco. Ja. Du hast noch 2 Minuten Zeit für die Aufnahme und dann müssen wir los. Der Wind quasi trocken. Den Regen weg. Den Regen weg, die Straße trocken. Super. Jetzt macht es schon wieder Spaß. Eieiei. Was ist denn da los? Ja, hier so alles am Start, ne? Beginnt jetzt so langsam. Bisschen, ne? Jetzt ja. Was war denn jetzt gewesen? Links statt rechts ist falsch. Falsch gefaltet? Ja, ja. Ich hätte den Helm nicht andersrum aufsetzen. Aufregung steigt. Noch 30 Sekunden. 3, 2, 1. Ödeshoog. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Jawohl. Jacke besser aus, oder? Ja. Ist ja schließlich mit Sonnencreme eingeschmiert. Weißt du, was das bedeutet? Wir sind bald. Ja, was sind wir denn dann? Na, Uhu noch nicht. Nee, Uhu sind wir noch lange nicht. Jetzt was. Ja, danke. Ne? Schön am Abkotzen. Oh, so ein bisschen. Bin ich mit im Club drin. Oh. Jetzt kommen die Strapse aus. Ja, reicht's dir schon? So, wir befinden uns hier. Ja. Und schön einmal um die Ecke rum. Da müssen wir noch rauf. Du gehst erstmal runter, einmal hoch und dann geht's da tendenziell bergab. Oh yeah. Depot, Jönköping. Wie spät haben wir jetzt? Viertel nach 10. Oh. 4 Stunden 40 oder so. Ja, 4 Stunden 40. Und jetzt gibt's Schöttbüller. So, diesmal nehmen wir die Schöttbüller mal mit. So ein Loch in diesen Käse stechen und dann machst du da diese Schöttbüller als Kugellager rein und dann super, da kannst du also durch jedes Gelände mit. Das ist wieder eine gute Idee. Oh, zig Berge später, vorgeholt. Ist auf Blaubeersuppe gekommen jetzt. Wenn das Zeug nicht so eklig wäre, würde ich es glatt gerne trinken. Aber warm ist es. Ja, und warm ist es. Thank you.
rausgesucht. Und in Karlsborg hat es mich dann erwischt. Nach 205 Kilometern konnte ich nicht mehr weiterfahren. Aber die vier, auf geht's, ihr schafft ja das. Da fahren sie hin, die vier. Ich nehme den Bus, merkt ja keiner. So, Abbruch, Abbruch, Abbruch heißt es dann manchmal. Ja, und die 3 Stunden von Karlsborg bis nach Motala, das war wirklich nicht schön und es war absolut kein Partybus, muss man sagen. Hey Marco! Hey, hey! Ei. Marco, mein neues Lieblingsgericht. Blaubeersuppe, ne? Schweizer. Fast gar nicht anstrengend. Oder? Nö, überhaupt nicht. Alter, vielleicht müssen wir noch mal das Profil angucken. Mhm. Ja, bei dem werden wir mit Rückenwind haben, den Brockigen. Das ist selbst das vorletzte Depot oder was, ne? Hängt ja von uns ab. Nee, oder regulär. Wir nehmen ja jedes mit. Ja, dann ja. Schon wegen der vorletzte Stempel. Vorletzte, ne? Ja, wegen der Stempel, genau. Bitte, nimmst du gerade Anlauf oder was? Ich auch nicht. Oh Mann. Ja, alles gut. Stuhl gerade. Danke, Mücke. Try to stay strong and fake a smile until I look away.